Israel. So, Formel 1 2023 gibt es auf Steam für 60 Euro. Also 59,90 ist schon ein ziemlicher happiger Preis. Allerdings macht es irrsinnig viel Spaß. Also ihr könnt euch das jetzt ein bisschen anschauen. Ich habe es jetzt das erste Mal ausprobiert. Man sieht, mein Kopf ist noch knallrot und meine Quest, die glüht. Die ist richtig heiß geworden in der Stunde. Ich spiele das Ganze über virtuell Desktop, Steam, über Steam. Dort habe ich es bekommen. Von meinem Schwiegersohn, von Francesco und von meiner Tochter, von der Sarah, habe ich das schon zum Geburtstag vorab bekommen, den ich erst am Samstag habe. Und ich muss sagen, es hat mir irrsinnig gut gefallen. Also es ist einfach, es macht einfach Laune, weil wenn du spürst, du hast eine Chance. Also es ist nicht so, dass du sagst, dass du kommst nicht zurecht, sondern man kommt sehr gut zurecht. Also man kann das Spiel wirklich gut spielen. In der leichtesten Stufe mit mehreren Fahrhilfen, die kann man alle wegschalten. Das Spiel ist so komplex, so groß. Ach, du hast da so viele verschiedene Sachen, das habe ich jetzt alles auf die Schnelle gar nicht durchschauen können, was man da jetzt noch alles machen kann. Habe das Ganze mit meinem Xbox Elite Controller gespielt und es geht auch nur damit, also du kannst das Spiel nicht über die VR-Controller spielen, sondern die VR, also die Brille ist wirklich nur dein Medium für das Bild. Spielen tut man ganz normal über einen Controller. Also wie gesagt, der von euch Formel 1 begeistert ist, das 2023 von F1 war ja nicht so gut, aber das 2023 jetzt auch auf Steam, man sieht die Bewertungen, die sind absolut top. Ist von EA Games, habe ich eben den Key Gott sei Dank geschenkt bekommen, weil ich hätte es mir sonst selber gar nicht gekauft, weil einfach 60 Euro ist halt schon einfach viel, aber es macht irrsinnig viel Spaß. Also Formel 1 kriegt für mich zwei klare Daumen nach oben, macht irrsinnig viel Spaß, auch in der Brille zu spielen. Und das war einfach cool, also die Schlacht mit dem Überholen und so. Und das ist wirklich so gut gemacht, dass du eine Chance einfach hast. Und da macht es auch Spielspaß. Ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, einmal in den Boxenstopp zu fahren. Keine Ahnung noch, wo das ist, wie das funktioniert. Das soll ja auch noch alles gehen. Also es muss irrsinnig cool noch sein. Ja, und das war's von mir, hätte ich gesagt. Schaut euch das Spiel an, wenn es euch gefällt. Bitte unbedingt einen Daumen nach oben. Am besten war, wenn mir jeder zwei Daumen nach oben gibt, desto weiter werde ich nach vorgereiht. Ja gut, passt so. Und der Abo natürlich unbedingt nicht vergessen, die du von mir noch kannst haben. So, das war's. Also Formel 1 2023 von EA Games. Schaut euch einmal mein Video an und wie gesagt, es ist absolut genial. Absoluter Daumen von mir nach oben. Tschüss, Papa, euer Uwe. Only the eye is real. So, wir spielen F1 2023. Ich habe es einmal kurz jetzt angespielt, allerdings in der Flat-Version. Das hat mir ehrlich gesagt schon ziemlich gut gefallen. Und wir probieren jetzt die VR-Version aus. Sehr gut. Und das Ganze mit der Quest 2. Bin ja echt schon neugierig, wie das jetzt ausschauen wird. Das Ganze spielen wir mit dem Xbox Elite Controller. So, ich glaube, ich kann die Brille aufsetzen. Sollte funktionieren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl, ich sehe das gleiche, was ihr jetzt seht, nur in voll cool. Also schaut echt gut aus. Also ich sehe es jetzt momentan auch in Flat. Ich habe das Spiel von Francesco und von der Sarah bekommen zu meinem Geburtstag, den ich am Samstag habe. Und ja, ich habe mir gedacht, ich wünsche mir das Spiel, weil nämlich für Formel 1 kriegt man nämlich im Normalfall keinen Key. So, also momentan ist bei mir noch alles in Flat. Wir werden noch ein bisschen zurückgehen. So. Also schaut auf jeden Fall cool aus. So. Ja, ich bin jetzt einfach schon im Menü, weil dadurch, dass ich ja schon kurz gespült habe, sehe ich das schon das Ganze. So, also was haben wir da? Breaking Point gibt's. Was ist Breaking Point? Im Fahrerlager erwarten dich eine Geschichte rund um die Fahrerinnen eines neuen Teams im Grid. Okay. Also ich habe nur gesehen, die Bewertungen sind Hammer bei Steam. So, dann hat man Karriere, das ist eh klar, eine normale Karriere, aber das werden wir natürlich noch nicht machen, weil ich möchte einmal testen, wie das funktioniert. So, Formel 1 World, das ist das Richtige. Genau, Spiele alleine, im Mehrspielermodus Zeitfahren, da könnten wir mal üben.
Dann gibt es einen lokalen Mehrspielermodus, okay. Ligarennen. Melde dich bei EA Racing an, um dich mit den Spielern zu messen, okay. Also da kann man richtig, richtig ordentlich loslegen. Dann gibt es einen Store, da gibt es jetzt sicher wieder einen Haufen Gimmicks zum Kaufen. Okay, da kann man sich Strecken und sowas kaufen. Kino. Sieh dir die Highlights, Reels und Replays der letzten Events an, okay. Und die Optionen, schauen wir da mal kurz hinein. So, Credits, automatischer Speicher an. So, es gibt Fahrhilfen, die werden wir natürlich alle drin lassen, weil sonst macht es für mich am Anfang noch keinen Spaß. Und gerade mit dem Controller ist natürlich spaßig, weil du kannst hinten mit den Zusatztasten kannst du schalten und so weiter und so fort. Aber das mache ich erst später. Grafikeinstellung, schauen wir mal. So, Detail ist VR, ist mittel, niedrig. Okay, da hat er jetzt zurückgedreht. Ich muss sagen, über RTX 3070 Ti drinnen. Aber ich lasse einmal die Einstellung so, wie er es mir automatisch vorschlägt. Die kannst du dann später nochmal testen und höher einstellen. So, dann gibt es was einmal da. Riesel fest, VR. Ich wollte es mit der Pico spielen, hat aber nicht so richtig funktioniert. Aber jetzt scheinbar mit der Quest funktioniert das ziemlich gut. So, was Feedback, das ist wirklich alles egal. Ich gehe zurück und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Wir wollen eine Runde spielen und ich nehme auf jeden Fall das F1 World. So. Ah, da bin ich ja. Red Bull Cricket. So, wir haben Spielen, wir haben Garage. Upgrades über Autoteile, die müssen wir verwalten. Technik, Upgrades sind entwickelt sehr gut. Also da kann man wirklich Autotunen etc. und so weiter und so fort. Das ist schließlich ein Ziel ab, okay. Dürfen wir vielleicht abschließen, damit wir da hinkommen. Anpassung. Da kann ich vermutlich mich selber neu kreieren und wahrscheinlich ist das Auto auch nicht mehr an, die Trophäen nicht mehr hat. Da wird natürlich nicht viel drin sein, im Showraum wird auch nicht viel was drin sein. Was ist im Showraum? Okay. Supercars. Aha, okay. Also irgendwie kann man da Supercars oder was da auch noch freischalten, aber wie gesagt, wir gehen jetzt einmal das Wichtigste, wir gehen auf Spielen. So, wird automatisch Belohnungen. Okay, du hast ein seltenes Upgrade erhalten. Triebwerk. Selten. Setup-Daten. Setup-Daten. Verfügbar. Ja, akzeptieren tun wir es auf jeden Fall. So, dann haben wir lösen die Garage Y. Das ist deine Garage. Wenn du F1 World spielst, verdienst du Upgrades, die du hier anbringen kannst, um dein Tech-Level zu verbessern. Okay. Upgrades werden unterteilt in Autoteile und Teammitglieder. Teammitglieder brauchen einen Vertrag, damit sie ausgerüstet werden können. Upgrades verbessern nicht nur dein Tech-Level, sondern deine neu erworbenen Gegenstände findest du hier. Öffnen wir sie jetzt, um zu sehen... So, zwei neue Gegenstände. Da haben wir mit Champion ein ungewöhnliches Triebwerk. Natürlich ausrüsten, keine Frage. Und dann haben wir Champion, seltenes Triebwerk. Perfekt, dann haben wir die zwei Sachen nochmal ausgerüstet. Gut, die sind jetzt auch schon drin in meinem Fahrzeug. Gehen wir mal davon aus. Spielen, und zwar... Boah, ist ein Wahnsinn, ist das schon wieder so riesig. Was ist F1 mit einem Grundlager? Ich glaube, das werden wir nicht machen, aber das finde ich super. Es ist ein komplettes Tutorial dabei. Dann haben wir einmal die normale Serie, das ist noch nicht freigeschalten. Ranglistenmodus, Ziele, Grand Prix, Mehrspieler Grand Prix, Zeitfahren, ja, alles dabei, was man sich so vorstellt. Und hier wollen wir jetzt die normale Serie. Du hast dir gerade ein Upgrade verdient. Upgrades können an deinem F1 World Auto angebracht werden und erhöhen dein Tech-Level. Je höher dein Tech-Level, desto mehr Events kannst du bestreiten. Alles klar. Deshalb ist es wichtig, dass du Upgrades anbringst, wann immer du kannst. Also wir Herzspiel ist in Deutsch und in deutscher Sprachausgabe. Darum solltest. So, dann hätte ich ja gern. Fahrhilfen bleiben on. Sind wir so in der Einstellung. Also es ist so viel zum Einstellen, dass ich jetzt einfach mal sage, ich möchte gerne das Spiel starten. Das ist jetzt für mich das Interessanteste, vor allem damit ihr auch seht, was ihr jetzt seht. Also momentan habe ich noch alles in 2D. So, noch immer in 2D. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem neuen F1 World Event. Die Fahrerinnen und Fahrer haben ihre Startpositionen eingenommen, aber es gibt nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin.
Das so, ist die Heimat der Formel 1 Weltmeisterschaft. Hier ist noch immer alles in alles. Und es ist meine absolute Lieblingsrennkalender. Aber was denken unsere Fahrerinnen und so wie Fahrer im Fernsehen, man sieht jetzt halt schön die Fahrer, wer wohl ist, ich wollte nicht mehr auch bin. Vermutlich noch ganz weit hinten. Ich habe Formel 1 des 22er auch schon gespielt, das war aber nicht so gut, also das ist allein jetzt auch schon um einiges bis heute. Deine Mutti war doch. Deine Mutti fährt mit. So. Stefan, wenn du dich in die Zeit deines Debüts zurückversetzt, welche Tipps kannst du den F1 World Neulingen heute geben? Nun Sascha, wenn man zum ersten Mal bei so einem großen Event antritt, schon cool aus. Kann das eine ganz schöne Herausforderung sein. Man muss Vertrauen in seine Fähigkeiten und sein Training haben. Und das Wichtigste, fahrt daraus, genießt es und versucht unbeschadet ins Ziel zu kommen. Und das ist bei so einem großen Wettbewerb leichter gesagt als getan. Also so viel kann ich definitiv sagen, es schaut absolut cool aus. Ich werde das jetzt einfach mal starten. So, wow, also ich bin jetzt in VR. Ich schau mal, ob ihr das auch so seht, jawohl. So, Rennen starten, Autoeinstellungen. Ich will mal Rennen starten. Geh mal in Vollgas. Ah ja, die war dann hinter mir. Ah, jetzt wird die ja schon bald wach. Verklickt. Oder schauen. Also ich kann euch zumindest schon sagen, es läuft total flüssig. Und man muss immer schauen, dass man da auf die grüne Linie kommt. So viel weiß ich noch. Das werden sie mir voll haben, habe ich mir gedacht. Boah. Also wenn man da jetzt selber schalten kann, muss der Kontrolleure aber schon. Das sieht extrem cool aus. Also es macht richtig Spaß. Meine erste VR-Fahrt eh nicht so schlecht. Ah, den kriege ich nicht mehr. Sind schon die nächste Kurven. Jetzt war ich einmal davon. Und das ist extrem schnell das Spiel. Mal leid, wenn ich weniger rede, aber ich muss mich da voll konzentrieren. Für das hat diese Ballkämpfe extrem gut gemacht. Ah, statt dass ich den ersten wieder krieg. Rennen fahren mit meiner Leistung und keins fahren. Oh! Ah, jetzt soll ich aber. Also da muss man wirklich extrem gut fahren. Ein Fehler und dann verzählt das Spiel leider gar nichts. Also was mir bestört ist der Ballknall in der Mitte. Das dürfte halt das neue Design das sein von den Formel 1 Autos. Hä? Da schaust du mir die Ohren schief. Jetzt habe ich mir selber gelegt. Boah! Nein! Boah, der Waffen schaut geil aus. Also jetzt rücksitzt, okay. Darf man, dass man zurücksitzt wird, weil sonst brauchst du da ewig, bis du wieder auf der Bombe bist. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig extrem gut. Ich muss schon weiter nach oben sitzen. Leider immer diese Aussetzer, dass ich da rausfahre. Und vor allem leider selber alles und die macht das ja wirklich selber falsch. Es wird ein bisschen mehr Motorgokart fahren, immer freilich. Komm mir eins. Okay, DRS ist jetzt verfügbar.
Das DAS, wo sind meine Sehrschritten? Ich hatte ja nur davon, weil er DAS hat und die weiß nicht, wie man es einschaltet. Ich glaube, ich muss dann einmal kurz in die Einstellung rein. Jetzt bin ich einfach besser gefahren. Den habe ich kurzfristig eingeholt, aber er wird mich wieder haben. Ha, ich habe gerade ihn überholt. Also ich kann schon mal sagen, wenn einer ein bisschen Formel 1 Fan ist, das kann er sich auf jeden Fall hören, das ist absolut gut gemacht. Ja. Wenn man das ein paar Runden fährt, dann könnte man die Strecken auswählen und dann ganz gut gehen. Aber es geht ja schon ziemlich gut. Muss ich jetzt echt sagen. Das ist so eine hohe Schwierigkeitsstufe, dass man da. Das ist keine Chance. Halt. Und jetzt ist das Level durch. Gute Arbeit, das war ein tolles Rennen. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Das war sauber und erfolgreich. Okay, also unter dem 10. Platz habe ich sein müssen. Das habe ich natürlich geschafft. Natürlich ist Abwehr gesagt, aber ich habe es geschafft. Nach einem turbulenten Verlauf ist dieses Rennen nun zu Ende. Ich muss euch wirklich sagen, also bis jetzt bin ich ja voll begeistert. Also das ist jetzt alles wieder in 2D, aber der Spielserver ist komplett in VR. Und das schaut so geil aus im Fahrzeug. Also, es ist einfach viel genialer als einfach nur vom Fernsehen zu sitzen. Also vom Bildschirm. So, jetzt haben wir wieder ein paar Punkte. Damit können wir heute was freischalten. Was heute auf der Strecke passiert ist, ja, wird meine, sicherlich noch einmal für Aufregung 14, sorgen. Aber die mehr. Fahrerinnen und Fahrer, die ganze Saison über. Jetzt schauen wir mal kurz in die Einstellungen von der Steuerung her. Das darf mich jetzt nämlich selber interessieren. Der muss sich da immer online verbinden. So, haben wir wieder so mein 10% Erkenntnis. 450 Cash. So, und jetzt möchte ich aber noch Stufe 3, möchte ich jetzt noch gar nicht spülen, sondern ich möchte da ganz kurz, wo war denn das? Das da, war das das? Tech Level. Ich hätte eher gedacht, ich komme da irgendwo rein. Eine kurze Beschreibung. Nein, ist wurscht mir. Machen wir das jetzt. Wir probieren es jetzt einfach und spülen einen Grand Prix. Das ist ja das Coolste, oder? Okay, da kann man jetzt eine Formel 1 2023, 2022 spülen. Oder Auto World Formel 1. Okay, ich höre immer, wo das ist. Das dürfte ja wohl das Neueste sein. So, Ort Asachmia, 15 Kurven. Schwierigkeit einfach, das ist schon mal gut. Da rein. Fahrhilfen ist eh drinnen. Ich würde aber nur schauen, ob dieses Lenkassistent, nein, Lenkassistent brauche ich eigentlich gar nicht. Schwierigkeit ist eh, glaube ich, auf leicht. Adaptiv KI. Auf KI. Einstellungen, wenn du bist. Nein, ich will KKI. So. Ohrenstruktur zugehen, geht Audio, okay. Wir starten jetzt das Event und ich bin echt neugierig. So, wir fahren den Grand Prix vom Bach rein. Perfekt, ihr seht ja noch immer alles, was ich sehe, das ist gut. Ein
herzliches Willkommen aus der Kommentatorenkabine zu diesem F1 World Event. Es geht heute um den Sieg, aber es gibt nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer nicht weiß, wenn man den DRS startet. Aber ist ja nicht. 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Linkskurve 10 zum ein oder anderen Bremsplatten kommen. Schaut auf jeden Fall cool aus, unsere Fahrerinnen und Fahrer stellen sich im Grid auf. Und dann geht's los mit der ersten Etappe unserer Reise durch die Formel 1. Sie haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Aber so eine Saison ist ganz schön langsteppig. So, das kennen wir schon. Wie gesagt, wir sitzen uns gleich ins Fahrzeug. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Das schaut so cool aus. So, ich kann mal wieder ein bisschen hochsitzen. Es ist am Anfang so ein bisschen ruckelig, aber sobald das Spiel losgeht, funktioniert es einmal und drei. So, und jetzt fahren wir aufs echte Rennen. Okay. Freue mich voll. Die Strecke noch nicht, das ist der einzige. Na puh, aber am Anfang habe ich schon einmal nicht so schlecht. Boah, die Sonne ist geil, einer ist der Pfeffer, schaut das gut aus. Seht ihr die Schatten von der Sonne von hinten? Da kannst du schon mal nicht mehr aufs Rennen konzentrieren, oder da schauen, weil das so cool ausschaut. Okay, die Strecke muss man jetzt merken. Sollte eigentlich gut anfangen. So, ich spiele das hier getan. Größte Konzentration, was hat vor mir? Was nehmen wir kurz an 3 von mir? Weil ich mich jetzt nicht, dass ich den auch wieder verliere. Erste Runde, Pitstop war irgendwo da hinten. Ich weiß aber, wenn sie wieder irgendwie die Runden fahren muss. Ach, da kann man irgendwas einblenden. Aha, da kann man die Raven durch einblenden. Wie gut und wie schlecht sie beieinander sind. Hin und her schalten zwischen mir Motor. Ja, das ist was, kann man da ja selber selbstständig am Pitstop beantragen. Dass wenn irgendwas kaputt ist, dann Fahrzeug, die merkt das selber. Ah, du nicht du. Ja, die Kurven habe ich gut gemacht. Also wenig wie möglich ausgefahren. So, was haben wir denn noch bei Tasten? Ah, da kann man was einstellen. Boah, da kann man alles verstellen, das Differential, links, rechts. Ich meine, das ist mir dabei noch zu hoch, aber sobald man das einmal drauf hat, ich glaube, dann macht man das auch. Boah, die Fuhr dann werde ich glaube ich nie mehr sehen. So. Oder? Ja, das ist keiner. Aber es wird immer besser. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Ja super, DRS ist aktiviert und kann aber es immer reinschüttet. Auf der Karte, das ist natürlich interessant.
ja du mich schon, du. Boah. Nein, jetzt hat er mir alles verholt. Jetzt ist es vorbei. Ah. Schott. Der hat mir selber einen Taucher gegeben und das war's. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe bekommen. Ja, Zeitstrafe. Ich hab mir da auch noch nie aus der Geschichte gegeben. Es war aber eindeutig, dass ich nichts dafür können hab. War so cool, wenn ich mal einen Platz zurückerobern könnte. Also das ist fast so wie das echte Formel 1 im Fernsehen, wenn ich das oft einmal anschaue, so wie es am Anfang fast fahren soll, ist meistens bis zum Ende. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ja. Ah, da kann man noch hinten schauen. Also so schlecht war ich gar nicht. Das erste Mal. Das ist definitiv nicht so, dass mir die anderen voll davon kommen. Ah, das war wieder alles schlecht. Da freut man sich schon wieder über den Strempel, den er gibt, für diese Strafe da. Die können wir wirklich alle hinten am Hintern. Die grüne Flagge hilft gar nicht. Jetzt war echt einmal Zeit, dass er mit irgendeinem die erwischen kann. Letzte Runde, gib Gas! Ja. Der Runde gibt Gas, du kleine Kartoffel, du. Ich glaube, wir waren überrundet. Ey, wir haben nicht überholt. Ja, es ist einfach absolut realistisch gut gemacht. Also wenn ich da einen Blödsinn mache und rausgefahren, dann bin ich wirklich selber rausgefahren. Da kann kaum noch was dafür. Aber es ist immer so schade, weil man gewöhnt sich schon so an die Strecken. Da hat man das schon in den Pult. Da gibt man sehr nah am Rucken. Oder jetzt geht's auch den Vogel raus. Ja, hier kriegst du mich nicht mal hier. So, jetzt hol ich mal den Platz. Hoho. Also es ist ein richtig gutes Spiel, das muss ich von der Blitz sagen. Macht irrsinnig viel Spaß. So, Zielflagge ist irgendwo. Und ich hab's geschafft. Hehe, vor dir. Okay, das war's, die karierte Flagge. Wir haben unsere Vorgaben heute nicht ganz erreicht, aber haben einiges aufzuarbeiten. Wir sehen uns in der Box. Ein hart erkämpfter Sieg war das heute nach einem äußerst schwierigen Rennen.
Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? So, ich bin vom Sieg natürlich weit weg. Die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Aber schlecht war ich nicht. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich einer von der ersten drei bin. Also mindestens zwei oder drei überholt. Oder vier. So, schauen wir mal. Levelaufstieg. Das war ein spannender Tag in der F1 so, World. Wirklich? In der Zukunft erwartet uns noch mehr davon. Folgt uns und seid dabei, wenn diese Fahrerinnen und Fahrer so, sich dem ultimativen Rennen stellen. Gibt's da? Wir fahren ins nächste Land. Das Abschließen von Trainingsprogrammen ist eine Art, Ressourcenpunkte zu sammeln. Aber Training direkt habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Halt, ihr wieder Cash kriegt. So. Was das jetzt schon mit Grand Prix? Da geht es automatisch weiter. Zeitfahren, was ist im Racing? Nein, wir machen mal jetzt an. Es gibt ja so viel, also das kann ich sowieso nicht alles zeigen. Dann gehen wir nochmal zurück, schauen wir, was es noch gibt. So. Mehr Spieler, da brauche ich noch gar nicht probieren. Wir kennen wir einmal ganz kurz, einmal schauen, was das Breaking Point ist. Ist auch normal, hätte ich gesagt, anspruchsvoll wollen wir alles nicht und dann starten wir mal. Bisher in Breaking Point. Aiden, jetzt steht das erste Formel 1 Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Die Videosequenz überspringen wir. Keine Ahnung, wie lange die wieder geht. Schauen wir mal, was da jetzt genau passiert. Das ist das Breaking Point. Nennt man das Level. Wie fühlt es sich an, ein neues Team in der Formel 1 an den Start zu bringen? Oh. Die Premiere. Gute Arbeit bis jetzt, Aiden. Versuch den Abstand zum Auto vor dir zu verringern. Ah, jetzt kommt die Dienste, jetzt können wir selber fahren. Ja, das ist aber eine Schaffung, ne? So, absolut hat man selber. Wir führen vor dem Auto hinter uns mit 3,7 Sekunden. Das ist absolut geil aus. Hey, sag mir mal der Hand hoch. Das sieht ich nicht. Das war es jetzt hier nicht wieder. Hängt der mich zurück? Jetzt war ich in die falsche Richtung, glaube ich, auch noch, oder? So, gibt es da kein Zurücksetzen mehr, weil... Danke. Ja, das war es ja jetzt. Das war einfach in die falsche Richtung hin. Okay, es wird ja nichts. So, Oktagon, wir fahren mal 200, 300. Wieder zu spät gebremst, aber es ist noch gut gegangen. Das mit diesen Linien, das ist echt so gut gemacht, du weißt genau, wo du bremsen musst. Wenn du die Kurve nicht zu scharf nehmen darfst. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 8,7 Sekunden. Auf 7 Sekunden Abstand, na gut. Bei dem Aussitz, den ich gehabt habe.
dann denke ich 7 Sekunden sogar wenig. So, ich habe diesmal die Kurve geschafft. Der Telefon ist wieder Gegner, oder? Ja, jo, ich dachte ich ja. Was wieder übersteuert, da sind jetzt viel Gas in die Kurve gefallen. Ich hol auf. Ha! Gut gegangen. Puh. Wow, die Kurven, das war's nicht kriegen. Hol echt langsam auf. Also wie gesagt, ich habe mir das Spiel schenken lassen. Ich bin so nervös, weil da vorne schon die Gegner sind. Nicht, jetzt habe ich sie bald. Ich finde das Spiel absolut genial gemacht, wenn man so auf die Seiten schaut. Wie das jetzt mal erwähnt, von vorne eigentlich der Seite schaut, alles relativ gut aus. Ah, nicht. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie es während dem Spielen vielleicht jetzt am Bildschirm ausschaut, weil ich die Brille um habe, aber es läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, dass eine Kollision ist wieder da gestanden, aber du hast nicht einmal die Zeit, dass du auf dich schauen kannst, dass da genau oben steht. Aber muss ich noch wieder in der Zeitstrafe kriegen. Braucht ihr nicht gegenseitig überholen, weil gleich komme ich. Abstand zum hinteren Auto. Auto hinter dir, 1,9 Sekunden. Okay. Also hinter mir gibt es einer ziemlich am Hintern. Und da ist noch keiner. Mach. Ja. Verwarnung, Kollision. Ich meine, ich kann ja nichts passieren, wenn der mir eine fällt. Das war ihr. Das war jetzt meine Schuld. Aber es macht richtig Spaß, wenn man einfach mithalten kann, auch wenn man es noch nie gespielt hat. Das ist ja fast schön. Mit dem Benzin noch aus. Ja, das müsste ich mir sagen, wenn man mit Benzin rauskommt, weil ich weiß nicht, wie man in die Box fährt. Ich habe nicht mal Zeit, dass ich da auf irgendeine Benzinanzeige schauen könnte.
Ja, da unten ist irgendwas mit 70%, das wird doch nicht der Sprit sein, oder? So, der erste ist nah. Relativ okay, gut. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 4,8 Sekunden. 4,8 Sekunden ist auch mal locker. Wenn wir schon 7 nicht geschafft haben. Oh, was ist jetzt passiert? Das Rennen abgeschlossen. Die Leistung nimmt ab. Was ist da los? Okay, verstanden. Wir sehen uns das an. Du musst das Auto aus dem Verkehr ziehen, Aiden. Bitte halt an, hörst du mich? Ja, super. Oh, im Ernst jetzt? Tut mir leid, Aiden. Fahr an den Streckenrand. Halt an. Es ist doch lächerlich. Oh, das ist äußerst bitter für Jackson. Nur noch ein paar Runden bis zum Schluss und er scheidet aus beim großen Preis von Miami. Mit jedem weiteren Rennen scheint das Konnersport-Auto mehr Probleme zu machen. Für die Fahrer muss das sehr frustrierend sein. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt am Vertrauen bin oder ob das Absicht ist. Ja, das war von Konnersport. Er muss leider anhalten und wird das Ziel nicht sehen heute. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, durch das Ausscheiden von Jackson kommt Devin Butler jetzt in eine Position, von der er aus Punkte für Konnersport holen kann. Aiden ist raus? Ja, er hat einen Motorschaden. Zum Glück habt ihr mich. Okay, Devin, leg's nicht drauf an. Nicht riskieren, beide Autos. Ich glaube, es geht gleich weiter, finde ich. Hab alles im Griff, mein Freund. Alles okay, Aiden? Wie schlägt sich Devin? Sieht gut aus bei ihm. Er kann ein paar Punkte für das Team holen. So, wir wissen mehr, um was es geht. Ich muss jetzt. Also doch nicht. Frustration, ein Motorproblem. Okay. Irgendetwas läuft immer schief. Hast du etwa nicht gesehen, was da heute los war? Aiden, du hast recht und ich kann das verstehen. Aber wir geben hier alle wirklich unser Bestes. Das Auto ist nicht perfekt, das ist absolute, aber... absolute Karriere. Das höre ich echt jedes Mal. Okay, das soll mal jetzt Eiber springen, weil ich würde hätte das jetzt nicht nerven. So, und jetzt haben wir wieder irgendwo im Büro auf meinem Computertisch. Boah, jetzt kommt er. Akzeptieren kann ich es nicht? Okay. Achso. Ja, ich konnte es ja nicht akzeptieren. Anruf abweisen. Er schreibt mal, dass ich X drucken soll. Also wurscht. So. Das muss ich noch anschauen. Anrufliste funktioniert nicht, dann gehen wir weiter. Kapitel 2, also das ist jetzt auch so eine Art, so einzelne Kapitel, aber es war schon einmal relativ interessant. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Du bist der Boss. Hey Boss, hast du kurz Zeit? Ich bestätige einmal alles. So, ich möchte zum Rennen. Ich möchte da jetzt nicht flummern drin. Ich bin ein alter Rennfahrer. Also ein Rennen fahren wir noch und dann sind wir endlich für heute einmal fertig. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Den Grand Prix von Österreich bin ich nämlich auch schon gefahren. Und das ist jetzt wieder primäres Ziel. Hol dir den Reifen da vor, eigentlich dann ist zurück. Wir sehen uns das in der Besprechung an, Aiden. Jetzt musst du erstmal wieder aufholen. So, und gleich bin wieder ich zuständig. Wie gesagt, was in der Ehe. Von 13 Platz noch was zurückholen. Dieses Mal weiß ich nicht, ich weiß zum Beispiel aktuell nicht, wo ich mit der Platzierung bin. Ja.
Indianer und der will mich nicht vorlassen. Das ist langsam. Jetzt gibt es wieder Minuspunkte. Da kriege ich über diesen Fall. Ah! Da kann ich jetzt dann noch ein paar Sachen dazu schütten. Aber das habe ich durch den Lernen. Ich habe gar keine Chance, da zu lesen. Und durch den Boxenstopp habe ich jetzt ja nicht gegen. Oh! Irgendwo gut, dass ich jetzt gegen den gefahren bin, aber irgendwie wieder so schlecht, weil du kommst ja nicht weiter. Damit ist wieder alles versaut. Ich weiß nämlich noch nicht, wie man da was ausfüllt. Ich habe ja noch keinen Boxenstoff brauchen, das brauchst du dann im echten Spiel. Jetzt wieder auszuschmeißen. Kann man schauen, wo ich da sieht, wie schlitter ich bin. Sieh die Nägel vor. Sehr gut, reife Leistung. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, kommt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Ich weiß. Leider nirgendwo die Fütter hin. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Ah, ich bin geschnitten. Madonna-Schiene! Naja, wieder keine Chance mehr. Jetzt bin ich umgezipft. Ah. Ja, Kollision, Mann. Hier bin ich kurz verloren. Okay, so ein Feldschutz zu fahren. Sieben ab Platz 17, da ist es. Okay. Steht da mitten auf dem Lenkrad, steht, wo man wieder erstmal ist. Also momentan wieder auf dem 17. Platz, jetzt ist es hier. Hast du die Fülle verloren. Jetzt haben wir zwei, aber es ist nur noch die Fülle stecken geblieben. Boah. Das habe ich zu wenig gut gemacht. Platz 17. Wenn ich mir, wenn ich mal das Video anschaue, bin ich mir ein bisschen leichter gewesen, so da zum Lesen, was da oben steht. Aber 16, ja, passt. Und den 13. muss ich mal holen. Ja, wohl irgendwie zusammengeschaffen. Regelwidriges Überholmanöver. Ach, lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Ich soll mich zurückfallen lassen, man soll jetzt überholen lassen, dann wieder überholen. Wenn du so weitermachst, werden wir disqualifiziert. Sei da draußen etwas vorsichtiger. Jetzt spielt er schon wieder. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. 115 von 18. Das vergeht aber so schnell die Zeit da. Ich weiß nicht, dass ich jetzt schon 15 Runden gefahren bin.
3 Runden noch und bin 14. Ich glaube, außer von mir ist ein Tipp mal leid. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Das ist vielleicht der Locker. Also Pitstop habe ich jetzt noch krank gesehen. Das ist ja auch noch cool. So, aber da werden wir den Anwälte wohl noch irgendwo unterschnappen. Bin da ganz scharf drauf. Die 13 Tage. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Das war ja wurscht. Hauptsache ich bin. Hauptsache mein 13. Platz. Jetzt habe ich wieder alles gekriegt. Das kann ja nicht wahr sein. Abstand zum Auto hinter uns 3,8 Sekunden. Bin ich 15. Super, 16. Wenn wir wieder einen Decker kriegt, der kriegt keine Strophe, das ist ja klar. Die kriegt die Strophe. Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Ach, überholen. Das Rennen ist vorbei. Die Rennleitung hat ja die schwarze Flagge gezeigt. Oh. Oh. Jetzt habe ich die schwarze Flagge gekriegt. Jetzt habe ich einmal Zeit zum Schauen. Na, neu starten, Thomas, hätte nicht mehr. Es ist einfach schon zu spät, aber es ist absolut voll geil. Ja, wir wollen das alles verlassen. So, also perfekt. Wie gesagt, wir haben für heute Formel 1 2023 VR abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich total begeistert von dem Spiel. Ich schaue zwar nicht gerne im Fernsehen Formel 1 oder Autorennen und so weiter, aber so macht das richtig, richtig Spaß. Gut, also den Breaking Point haben wir jetzt kennengelernt. Die normale Karriere habe ich jetzt noch nicht gemacht, das ist einfach eine normale Formel 1 Karriere. Ich wollte jetzt da, wo man alles spielen kann. Liga-Rennen ist da, was ist so viel. Und eben, wenn du jetzt Formel 1 World nochmal anklickst, dann hast du da wirklich jetzt nochmal die Möglichkeit, da bei Spielen die Serie zu machen, die ich jetzt gemacht habe. Da muss man einfach Level für Level weiterkommen. Oder du spielst normalen Grand Prix, Mehrspieler Grand Prix, Zeitfahren. Irrsinnig geil. Gut, das war's von mir für heute. Mein erster Eindruck von Formel 1 hat mir gefallen. Irrsinnig gut. Top-Spiel. Und das war's von mir für heute. Weil jetzt habe ich nämlich schon ein Muster im Gesicht. So, dann wünsche ich euch was. Tschüss, Baba, euer Uwe.